Willkommen zu Baby Felix Halloween. Created by Don Ariello. Press Start. 2001 FTCP Inc. Das gruseligste Spiel ever. Mit total gruseliger Melodie. Mein Halloween Special für euch. Jetzt gibt's Süßes oder Saures. Du musst deine Freunde retten, die den gleichen Gefehler gemacht haben wie du. Habe ich gerade Gefehler gesagt? Ich weiß es nicht. Wir sind... wie ist er doch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Diese Katze, die an Halloween. So, jetzt wird's mal wirklich gruselig. Mensch, ey. Du Arschgesicht. Jetzt gibst du die Fresse. Wir können in den Schornstein rein wie der Weihnachtsmann. Naja, wie auch immer. Yeah. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Es ist 100% blind. Dafür klappt es schon wunderbar. Du Drecksack. Ich puste dich weg. Komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht. Es sei denn... Ah doch, komm ich. Wir sind eine unglaublich gute Katze. So. Diese Tennisballmaschine wird mich nicht besiegen und das ist eine Orangenpresse, ich weiß es nicht. Nein! Puh, wir sind noch irgendwie am Leben. Yay! Hm? Ich weiß noch nicht mal, wie man diese Teile einsetzt, aber egal. Ich muss sagen, das ist wirklich gruselig. Baby Felix hieß die Katze, genau. Ach ja, hallo Leute, ich bin euer Lanzazoro. Und wie ihr bereits gemerkt habt, das hier ist nicht ganz ernst gemeint, weil dieses Spiel an sich irgendwie viel zu fröhlich, zumindest im Hauptmenü und so weiter, ist, als dass es irgendwie gruselig sein könnte. Und, heute ist Halloween und da wollte ich mal so ein Special raushauen. Aber seht es euch an, das ist doch wirklich schockierend, wenn man sich das hier anschaut, wie gruselig das ist. Und ich sehe schon, ich muss gerade mal kurz eine Pausierung einlegen. Es ist so gruselig, da muss ich erstmal auf Toilette gehen. So, da bin ich wieder. Jetzt wird es gruselig. So etwas Gruseliges habt ihr noch nie gesehen. Nein, es ist so gruselig, dass ich mich nicht festhalten kann, sondern immer wieder abstürze. Stirb, du bösartiger Geist. Ja, wir sind Exorzisten, Kitty. Oh nein, ein wahnsinniger Kürbis. Aber die machen uns irgendwie auch nicht gerade viel aus. Ah, verstehe, mit dem Hut haute. Stirb, du unwürdige Maschine. Was auch immer das ist. Stirb. Tennisballwerfer. Gruselig. Gruselig. Na warte. Jetzt gibt's auf die Fresse. Nein. Wir sind schon wieder am Anfang. Bin so schlecht. So. Jetzt geht die Geisterstunde erst richtig los. Friss meinen Hut. Team Fortress habe ich ja letztes Mal als Halloween Special gespielt. Da gibt es natürlich auch Hüte. Und zwar ordentlich. Nein! Ganz schön schwierig, das glaubt ihr mir gar nicht.
aber es ist wirklich so. Besonders ohne Safe States. Es ist so gruselig da. Ich halte es einfach nicht aus. Ja, so ist es. Es ist unfassbar gruselig. Ah, Hilfe, eine Tennisballmaschine. Oder so. Aber wieso treffen wir hier keine anderen Kinder, die uns Süßigkeiten klauen wollen? Hm. Ich meine, habt ihr das früher gemacht? Anderen Leuten, die auch Süßigkeiten geholt haben, Süßigkeiten geklaut? Ich habe das ja nie gemacht. Macht man eigentlich auch nicht. Ist ja fies. Moment. Ich sollte mich vielleicht mal lieber um meine Energie kümmern. Oder vielleicht gibt es hier wieder Sachen zum Schmeißen. Ach, da kann man weiter. Hm. Aber mehr ist da nicht. Verstehe ich noch nicht ganz, was das bringt. Aber ist ja auch egal. Wir sind ja hier, um gruselig den Spaß zu haben. Nein! Ach, das ist doch scheiße. Dieses Spiel ist mir zu hardcore. Ich glaube, ich zocke jetzt was, was mich nicht so schockt. Zum Beispiel, wie wär's mit Slender? Ich glaube, das mache ich jetzt wirklich. Los, wir spielen jetzt Slender. Falls ich das irgendwie hier drauf habe, ich glaube, irgendwo müsste es sein. Also bis dann. Während Felix noch bösartig lacht. Diese Pose war nicht besonders gruselig. Egal. Bis dann. Gleich. Wie auch immer. Gleich geht's weiter, genau. Willkommen zu Let's. Immer noch Halloween Special. Slender. Naja, kann ja nicht so schlimm sein. Ich meine, Schlendern, das ist ja was Grusames, was man im Park macht und so weiter. Und ja. Also viele Leute haben sich auch Slender, den Originalteil, mal hier von mir gewünscht. Meinetwegen, wenn ihr es unbedingt so haben wollt, dann... Ha! Ich meine, Slenderman's Shadows war ja auch nichts Besonderes. Schwieriges jetzt irgendwie... Boah, kann das hier auch nicht so viel schwieriger sein. Also. Oder vielleicht ist es sogar viel leichter, man weiß es nicht. Also ich habe ja persönlich überhaupt keine Angst vor diesem Slendermann. Ein Schlendermann, das muss man sich mal vorstellen. Wer ist wohl am besten? Batman, Spider-Man oder Schlenderman? Wobei ich Batman nie besonders irgendwie toll fand. Der hatte eigentlich nur Autos. Naja. Eigentlich können wir auch erstmal das Licht ausschalten. Ich glaube, hinterher geht die Batterie eh leer. Gehen mal zu der Waldlichtung oder so. Hey, hier ist Methandampf. Da wäre dann die Kacke am Dampfen. Nee, ist doch keiner. Es dampfte nur so vor sich hin. Da dachte ich, vielleicht ist hier sowas wie in Alün. So, ich habe gehört, wenn man die erste Seite noch nicht gesammelt hat, dann gibt es sowieso keine Möglichkeit, dass man irgendwie dem Schlendermann begegnet. Tralala. Also sammeln wir die erste Seite einfach mal, oder? Was steht da? Always watches. No eyes. Oh nein. Da habe ich ja gleich Angst. Oh, ist das gruselig, dieser Hintergrund. Wenn wir uns umdrehen, ist da bestimmt der Schlendermann. Aber nein, er ist da doch nicht. Umdrehen ist sowieso blöd, wenn man danach nochmal Angst hat, sich umzudrehen. Dass da irgendwie was anderes ist. Naja. Oh, mir schaudert der Rücken schon hinab. Nee. Mir schaudert es schon kalt den Rücken. Nee. Egal. Dieses Fraps hier so im Arsch. Oder ist das ganze Spiel wirklich nur in so wenig Frames pro Sekunde? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, hier. Can't run, klar kann ich rennen. Dazu muss ich nur Shift drücken. Genau. Aber es lasse ich bleiben, weil ich habe gehört, irgendwann ist auch die Ausdauer im Arsch. Aber vielleicht haben mir die Leute es dann auch nur gesagt, um damit ich weniger Taschenlampe benutze und sonst was. Man weiß es nicht.
So, jetzt ist er da bestimmt. Ah, da ist er tatsächlich. Hallo. Aber ich gehe lieber wieder weg. Also ich hatte erwartet, dass ich mich da doch vielleicht ein bisschen erschrecke, aber es scheint ja relativ harmlos zu sein. Vielleicht bin ich auch gerade in einer viel zu positiven Laune, obwohl mir es immer wieder kalt den Rücken hinabschauert. Als dass hier irgendwie was Großartiges passieren könnte. Ach, das Klogebäude. Ich weiß nicht, warum ich es so nenne, aber es erinnert mich irgendwie ein bisschen an so ein, ja, so ein Campingplatzbad oder so. Ich war nie campen, aber so stelle ich mir das vor. Los, ab hinein. Waren da drin nicht auch irgendwo Lampen? Ich weiß es nicht. War nicht? Ah ne, waren doch nicht, stimmt. Habe ich mir da ja so eingebildet. So, gehen wir hier erstmal rein. Kann hier drin eigentlich der Slenderman auch vorkommen? Ich weiß es nicht. Weil eigentlich könnte man ja hier nicht wegrennen. Ach, ich glaube nicht. Was pocht da eigentlich so im Hintergrund so? Der ist ja nicht so fett oder schwer, dass er jetzt irgendwie solche, ja, Laufgeräusche machen würde. Oder? Was meint ihr? Ich weiß es nicht. Kalt. Da gibt es mehr Eis als Ball. Das Eis kann man aber nicht essen. Der Slenderman hat schon alles aufgegessen. Ach nein, anders. Ach Mensch. Ah, da ist er. Das ist asozial. Fick dich, Hundegesicht. So, und als letztes heute machen wir nochmal den Happy Halloween Doodle von Google, den ich gerade erfahren habe, dass es den gibt durch High Five United, Rüdiger von WeOKLP, Dings da, genau, wie auch immer. Google Halloween. Naja, so gruselig kann das ja nicht sein, wie das eben. Mann, war das gruselig. Zum Ende habe ich mich übrigens gerade wirklich erschrocken am Ende, aber hab so getan, als hätte ich mich nicht erschrocken. Aber das habe ich sowieso die ganze Zeit getan. Hä? Was ist das denn? Hä? Ah, cool, ich kann die ganzen Geister herausziehen. Also erst den Knochen rein. Ich rühre mal ein bisschen um. Hahaha. Ja, soll ich vielleicht noch was anderes reinwerfen? Was meinst du, alte Hexe? Die erinnert mich an diese Knetfigurenmännchen früher aus dem Sandmann. Wie auch immer. Och, jetzt passiert wieder was. Hey, guck mal. Was ist denn hier los? Haha. Der sieht ein bisschen aus wie das Marine-Logo aus One Piece. Was ist das denn für eine Ratte? Okay. Ah, immer je nachdem, was man reinmacht. Hallo, Zombies, na? Wollt ihr wieder reingeschoben werden? Je nachdem, was man zusammen in den Topf wirft, ich glaube, dann wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es dann? Jetzt mal kurz nachrechnen. Das ist eigentlich nicht schwierig. Also, zwei. Dings. Okay, die beiden, die beiden, die beiden, die beiden, die beiden und die beiden, das sind dann, nochmal. Die beiden, ich kann es auch ausrechnen, aber eigentlich bin ich mal gut in Mathe gewesen. Aber egal. Sagen wir mal so 7. Weil es eine magische Zahl ist. Ich will nochmal den Zombie-Spiel spielen. Ich schiebe jetzt einfach mal nur die Grünen wieder rein. Blau, geh lieber wieder rein, du erkältest dich sonst noch. Die sehen ja schon ganz gesund eigentlich aus. Oh, das ist aber auch schlimm. Ja, meinetwegen. Dann nehmen wir nochmal das hier. Haben wir das schon? Ach, das war das mit den Geistern. Das erinnert mich ein bisschen an WarioWare, das Ganze. So, was haben wir noch? Ah, ganz viele Spinnen. Haha. Und, na. Sie atmet noch nichts, aber jetzt. Oh, ich bin zu bösartig. So, schauen wir mal, was haben wir jetzt? Ach, das waren die,
Hier. Die Ratte kommt dann darüber. Stirb, Ratte. Passiert nichts. So, die beiden hatten wir noch nicht. Ich wette, ich lasse eh ein, zwei über, aber naja. Ach so, da war ein Geist. Haha, ich kriege dich. Ah, er hat mich erschrocken. Nein, nicht wirklich. Naja, egal. Das dürfte es dann gewesen sein mit meinem... Habe ich die Band schon gehabt? Wahrscheinlich auch, oder? Beim Halloween-Special, ja, was war das mit dem... Mit meinem Halloween-Special dieses Jahres habe ich jetzt sowieso alles nur auf die Schnelle gemacht, weil ich mal wieder was hochladen wollte davon oder so, von irgendwas. Naja. Und das war jetzt gerade ein Magenwind entwich durch den Mund, welches herbeiging durch das Trinken von dieses lecker, genau, von diesem leckeren Zaubertrank und ich rede nur noch durcheinander. Egal. Bis dann, ciao, euer Lance Zorro. Diese Spinne verabschiedet sich jetzt auch bei euch. Man sieht sich. Oh, oh, oh.